habe hier eine Bombe gleich vor mir und muss einen oder beiden da hinten, keine Ahnung, wie auch immer, und, ja, erklären, wie diese Bombe aussieht. Und wir müssen erklären, was er machen muss. Genau, um die zu entschärfen, und dann switchen wir durch und dann ist das so. Aber das im Freestyle. Ich erkläre die Module. Doch die sind nur für eine Stuhle. Bombe explodiert, sobald der Countdown-Timer 0 anzeigt. Oder wenn zu viele Fehlversuche aufgezeichnet werden. Die einzige Möglichkeit, eine Bombe zu entschärfen, liegt darin, jegliche Module zu deaktivieren, bevor sie der Countdown... Was? Transratte! Ja? 500 Subs, das kann jeder. Bevor ich bei dir sub, zahle ich lieber GEMA. Was? Der war gar nicht so schnell. Oh. 24 Stunden live. Oh. Schlurox. Bei dem Sis Igai. Und bei mir geil, Digga. Mit Ranzratte am Start. Yo, Sascha, du fängst an, Digga. Leg einen aufs Parkett, Bruder. Ja, Digga, ich rasier, Digga. Denn ich rasier mein Gesicht, denn ich kann nicht mich rasieren ohne Rasierschaum, weil geht kaum. Denn ich hab voll die dicken Klöten, ey, sehen kann ich nicht, ich hab keine Nöten. Yo. 24 Stunden live, das geht nicht, ey, deswegen erstmal neuen Energy, 28, und gleich kommt erstmal der Schlurox, Poloch. Ey, Digga, okay, warte, du musst jetzt anfangen. Nein, ich bin der den 28 holt. Du bist der? Okay, oh. Ja. Yo. Digga, nee, ich hol wirklich den 28. Okay, yeah, dann macht Sascha weiter. Okay, warte. Ich muss reinkommen. Yo. Denn dann mach doch die Tür auf, Bruder, yeah. Okay. Ich mach die Tür auf. Komm rein. Loch auf. Schlo weg. Oh, Schreck. Ranzratte da. Wir singen alle tralala. Kommt er wieder? Gib mir Dose Bier, Digga. Okay, mir fallen keine Reims ein, deswegen will ich heute mal ein Arsch sein und gib den Mick weiter an den Ranzratten drinnen rein. Digga, spit it! Ich wollte nie wieder rappen, nie wieder schreiben. 100 Treppen wären schwer zu erreichen, doch jetzt hab ich's getan. Der Rapper lässt die Furcht hinter sich, damals schon geschrieben. Jeden Tag im Deutschunterricht und die Bitch irgendwas mit Stift. Die Hure wird gefickt. Ja, und sie war Lehrerin, du Fotze. Yo, ich bin dein Vater. Okay. Ich komm nach Hause und mach jetzt Palaver. Kid? Denn du warst nicht in der Schule, Digga. Deswegen geb ich dir jetzt mit meiner Faust ein. Yeah, aber das darf ich nicht sagen, denn das ist zensiert. Wir sind Twitch heutzutage. Muss man aufpassen, was man sagt. Ich glaub, Schlo, Digga. Kannst du vergessen. Okay. Okay, Schlo kann ich sagen. Gesagt, es ist schon klar. Genau. Du musst, dann mach du weiter, Digga, mach du weiter. Okay. Oh Gott, okay. Ist das schlecht und lustig. Ja. Okay. Ich mach jetzt weiter, ich kletter hoch, die Leiter. SpongeBob ist auch da. Digga, yo. Sponge, wer? Warte, Querratte. Gib den Shit, yo. Das ist schon klar. Ich habe Durst, gönn mir erstmal einen dicken Schluck. Arizona, so ähnlich wie das VR-Spiel mit der Wife. Egal, dieses Ding hat irgendwie einen zu großen Hype. Aber trotzdem ist es nice und ich bestell mir den Shit. Oder weißt du was, Schlo, du hast 1000 Subs, bring mir eine mit. Oh! Holy shit, Digga! Oh! Yeah. Schlorox, der Typ, der wenn er einen Sub verliert, sofort ins Klo kotzt. Digga! Ich muss aber anfangen zu lachen, Alter. Das ist scheiße. Aber egal, weißt du was? Das ist, weil ich meine Community liebe, also hate nicht. Sonst hagelt es gleich Hiebe. Red nicht. Wo war der Reim? Komm, jetzt mach mal hier. Jetzt. Du fängst immer an, Alter. Ey, warum soll ich anfangen? Ich sitz nicht vorne. Ich sitz hier hinten. Drinne rein. Kann nicht sein, denn so sitzt da hinten. Und ich kann dich nicht finden, denn ich bin blind, hab ne Brille auf. Weißt du was, Alter? Ich glaube, ich sauf erstmal einen fetten alten Energy. Da drinne drauf. Und dann mache ich Penavi. Auf der Straße, weil ich saufe. Kein Bier, denn ich raufe. Mich nicht mehr, hab ich früher in der Schule getan.
Okay. Ja, Transratte ist dran. Sascha kommt sich immer krass mit seiner Musik vor, aber jeden Tag fährt er erstmal zurück in den Musikstore. Immer sind die Kabel und da irgendwas kaputt. Weißt du was, Digga, mach deine Musik zu und gut. Also halt's Maul, leg nicht weiter auf. Dein Set, Digga, das kann doch jeder klauen. Also, ja, Digga, die Luft ist raus. Du willst mir erzählen, wie ich auflegen soll? Dann erstmal sprechen und zahl Zoll. Wenn du über die Grenze gehst, in meine Richtung, brauchst du Licht in der Lichtung. Und das mit dem Music Store ist richtig, aber soll ich dir mal was sagen? Ist nicht wichtig. Nimm dir die Rocket Maus, spiel doch mit der Tyon. Du fühlst dich Gangster, nur weil dir Leute voll. Das passt nicht. Aber Alter, aber wenn man freestylen könnte, das wäre so geil einfach. Ey. Ich kann's halt null mehr. Du könntest alle null, aber das ist das Lustige. Du brauchst einfach nur irgendeinen Scheiß in deinem Kopf. Zack, hängst du am Tropf, guckst dir die Lampe an und denkst, Alter, morgen früh stehe ich auf und dann kann ich mich wieder hinlegen. Mich einfach flachlegen